So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt, 9. Februar hier beim JFD-Devisenradar. Es grüßt Sie Christian Kamera und wir wollen uns dem Markt widmen. Und wenn wir uns hier die diversen Pairs anschauen, und ich nehme hier gern die Top 15 in Augenschein, also hier die Währungspaare, die sozusagen mit den höchsten Umsatzanteil haben. Gold hier als erste, älteste Währung auch mit dabei, insofern durchaus interessant, auch mal das Gold zu betrachten. Das werden wir überdies auch heute noch per separatem Stream-Beitrag tun. Doch jetzt gilt, wie Sie anhand der Headline auch entnehmen, die Aufmerksamkeit dem Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar. Der, und da schauen wir uns hier kurz den Stundenchart vom Freitag an, um das ganze Bild ein Stück weit genauer in Augenschein zu nehmen. Wir wissen alle, was passiert ist am Freitag. Die Non-Farm-Payrolls sind reingekommen und alle Paare, die hier mit dem US-Dollar im Zusammenhang stehen, gerieten unter Druck. Also der US-Dollar gewann an Stärke. Euro-US-Dollar und auch natürlich der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar musste hier Tagesrücksetzer hinnehmen. Interessant beim Neuseeland-Dollar, und das schauen wir uns eben jetzt genau an, ist die Tatsache, dass wir hier im Stundenchart-Intervall, schaut mal ein bisschen passender, so, hier in einem Bereich sind, beziehungsweise einem Bereich angekommen sind, schon am vergangenen Freitag, der hier durchaus als, ja, Supportzone jetzt nunmehr deklariert werden kann. Da es eben hier am vergangenen Freitag eine Unterstützung gab, eine Unterstützungsbestätigung dieses Levels, und jetzt sehen wir hier aktuell neu auf Tageshochs empor gestiegen, dass der Neuseeland-Dollar hier den Drive hat, durchaus weitere Hochs zu markieren. Die bisherige Tagesrange, und das ist auch nicht von ungefähr, liegt bei 58 Pips. Sind wir aktuell gerade zurückgelegt, oder haben wir aktuell gerade zurückgelegt mit Tageshoch jetzt aktuell. Im Schnitt bewegt sich das Paar so um die 90 Pips, also es dürfte hier durchaus noch 40, 50 Pips nach oben gehen können. Das scheint heute durchaus möglich, allerdings dann, deswegen das Paar in der Beschau, stoßen wir hier schon wieder auf einen markanten Widerstandsbereich, der zunächst, denke ich mal ein Stück weit noch ab, der hier zunächst weitere Kursambitionen auf der Nordseite relativieren dürfte. Das Währungspaar also kurzfristig hier mit Potenzial auf der Oberseite, das sieht nicht schlecht aus, aber hier oben wird die Luft dann zusehends dünner. Man muss abwarten, was das Währungspaar hier macht. Eine kleine Konsolidierung auf hohem Niveau könnte dafür sprechen, dass wir hier im weiteren Wochenverlauf ausbrechen. Aktuell, wie gesagt, kurzfristig sehr, sehr gut, aber hier oben eher mal abwarten, was passiert. Denn um wirklich ein Signal nach, ja, größerer Orientierung rauszugeben, auszuwerfen, muss das Währungspaar hier über 0,7450 klar ansteigen. Und dann haben wir auch hier, wenn wir natürlich sehen, den Ausverkauf während der letzten Tage, dann haben wir hier erst wieder im Bereich um 0,7620, 0,7630 den nächsten markanten Widerstandsbereich. Da wäre dann durchaus noch weiteres Potenzial gegeben, wenn wir uns hier über diese Zone von 0,7450 rausarbeiten können. Schauen wir uns noch die Wochentagsstärkegrad an zu dem Paar. Ist doch immer wieder mal interessant zu sehen, was der Neuseeland-Dollar gegenüber dem Kiwi eigentlich so treibt während der einzelnen Wochentage. Hier am Freitag eine volle Bestätigung in Sachen Preisschwäche. Auch hier nochmals einen obendrauf in Sachen schwacher Wochentagstendenz. Montag auch generell ein schwacher Tag. Einzig hier der Mittwoch fällt auf als positiver Handelstag während der vergangenen 52 Handelswochen. Also das ist durchaus eine Indikation dessen, dass wir hier weiterhin natürlich in dem bärischen Fahrwasser sind, übergeordnet. Es gibt nur einen positiven Handelstag. Das muss natürlich nicht so bleiben, aber wenn wir uns hier ein Stück weit rauszoomen aus dem, ja, oder in den Tageschart hinein, dann sehen wir natürlich, wo die Reise herkommt. Wir haben den Kiwi auch unlängst in der letzten Woche erst besprochen. Ganz klar, dass hier natürlich der Bär weiterhin die Zügel in der Hand hält und natürlich der Weg nach unten praktisch fast schon vorbestimmt scheint. Wir haben auch hier auf Wochentags Chart-Intervall oder Wochenchart-Intervall-Einstellung vielmehr natürlich hier auch die signifikanten Ausbrüche unter markante Unterstützungslevel gesehen. Andererseits hier knapp 0,77 oder 0,78 rund, dann hier unten eine Etage tiefer 0,75. Hier sind wichtige Level gebrochen worden, und rein technisch gesehen besitzt das Währungspaar auch durchaus weiteres Abwärtspotenzial bis hier zur runden Marke von 0,70. Das scheint mittelfristig möglich. Jetzt muss man natürlich sehen, ob es auch tatsächlich kommt. Das ist schon fast zu weit geschaut. Rein Trendfolgen natürlich absolut in einem Abwärtstrend gefangen, das Währungspaar. Hier jetzt aber, das ist eben das Interessante, kurzfristig mit Chancen auf der Oberseite, einerseits Intraday, andererseits natürlich dann, wenn wir hier oben rausbrechen, sogar ein Stück weit länger.
Wir wollen uns den Stundenchart nochmal unter die Lupe nochmal genauer nehmen, um hier auch noch ein bisschen mehr einzugrenzen rein technisch. Da haben wir dann eben auch hier kurzfristige Aufwärtstrendlinie, die allerdings erst zwei Auflagepunkte genießt, in Anführungszeichen drei. Das ist natürlich noch nicht relevant, aber gerade für heute gilt eben auch durchaus, dass wir hier diese Hochpunkte des Morgens, da kamen ja auch Daten aus Australien, Daten aus China, Japan, das war alles ganz positiv. Und wir sollten hier eben diese Hochs bzw. diese Preishochs hier im Bereich 0,7370 nicht unterschreiten. Da sollten wir nicht runtergehen. Dann wäre eben auch die Gefahr des kurzfristigen Trendlinienbruchs gegeben. Und dann muss man eben sehen, wie sich das Währungspaar hier im Unterstützungsbereich weiter aufhält. Wir schauen uns noch ganz kurz die FTSE-Logik zu heute an, die eigentlich ja nicht so interessant scheint, also hier auch keine klaren Impulse auswirft. Wenn wir uns hier die Tendenz mal anschauen, dann sehen wir natürlich einen schönen Impuls, den wir in der Nacht tatsächlich auch nachvollziehen konnten, aber dann eigentlich heute hier noch mehr oder weniger ein Seitwärtsgeschiebe bis in den Abend hinein. Also rein von der FTSE-Logik hier keine klare Indikation in Sachen, hier dürfte es weiter nach oben gehen. Das sieht eher träge aus und dafür ist auch der Montag bekannt. Also insofern, das werden Sie wissen, wenn Sie schon häufiger eingeschaltet haben, der Montag auch eher ein Tag der Zurückhaltung. Hier orientieren sich viele Währungspaare. Gerade für meinen Rainbow-Ansatz ist es auch häufig so, dass ich hier erstmal warte, wie sich die Montagsstrukturen aufbauen, wie sich der Montag-Rainbow entfaltet, um dann eben hier im weiteren Nachgang ab Dienstag konkret dann Aktivitäten zu starten. Wollen wir sehen, was die Woche noch bringt. Heute haben wir rein von den News her nicht mehr viel zu erwarten, wenn wir hier schauen auf den Nachmittag. Es gibt heute kaum relevante Daten, ein bisschen was aus der Eurozone, noch 14, 15, noch kanadisch Dollar Baugenehmigung bzw. Baubeginne, aber alles keine große Welt. Also mal sehen, ob heute wirklich noch starke Impulse kommen. Der Montag für mich persönlich eher ein Tag, an dem man hier die Seitwärtsphase präferieren dürfte. Wollen doch mal sehen, ob der Neuseeland-Dollar hier eine Ausnahme darstellt und tatsächlich weiter ansteigt. Wir werden sehen. Morgen zum nächsten Devisenradar wollen wir sehen, was uns dargeboten wird am Markt. Ich sage erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Resthandelstag. Wenn Sie mögen, bis morgen, Ihr Christian Kemmer.